Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Feuerwehr 2014, die Simulation. Und ihr seht schon, wir sind in Tag 15, Einteilung DLK Florian 7, das ist das Drehleiter, Kupferzeug und unser Rang ist der Unterbrandmeister. Baby, ich bin der Unterbrandmeister, der Neue, weißt du, nicht der Oberbrand, Unterbrand. So, jetzt. Morgen, Männer. Frauen natürlich auch. Unser Neuzugang hat gestern wieder beispiellosen Einsatz gezeigt. Für diese Leistung befördere ich dich hiermit zum Unterbrandmeister. Du bist heute als Fahrer für das Drehleiter-Korbfahrzeug Florian 7 eingeteilt. Sorge bitte dafür, dass das Fahrzeug jederzeit betankt und voll einsatzbereit ist. Vom äußeren Erscheinungsbild sieht das Fahrzeug ja soweit ganz gut in Schuss aus. Ich hoffe, dass dies auch für seine Funktionalität gilt. Okay. So, nice. Das war's auch schon. Alle Mann ab an die Arbeit und passt auf euch auf. Jawohl. So, wir haben DLK 7, Drehleiter, Korbfahrzeug. So, dann überprüfen wir das gute Stück gleich mal, ob denn auch wirklich alles in Ordnung ist damit. Weiß man ja nicht. Manchmal ist ja mal eine Schraube locker oder so. So, einmal hier rückwärts ran an die gute Stube. So. Und auf das Tor. Passt das? Keine Kratzer an den Lack machen? Gut. Und rückwärts rein damit. Passt das Teil überhaupt rein? Also riesig. Ja. So. Ihr kennt das ja schon. Einmal die Luft. Ah, sehr schön. Ah, da kann man ein bisschen was drauf machen. So 0,3er Tü. Gehen ja immer. So. Okay, super. So, schmeißen wir noch den Schraubenschlüssel in den Motorraum. Soll ja helfen, habe ich gehört. Und nicht, dass wir liegen bleiben unterwegs. So. Ne, wisst ihr Bescheid. So, und ich bin gespannt, was uns für Einsätze erwarten mit dem DLK, weil das sind natürlich meistens Einsätze. Da müssen wir schon mal kein hier. Ja, mit dem DLK werden wir wahrscheinlich nicht irgendwo zu einer ausgelaufenen Ölspur fahren. Ölspur. Morgen, keine Absicht. So, gehen wir einmal hier Keine hoch, weil da wird mir schlecht, wenn ich die Treppen hier hochgehe, weil das so, das wird sich so schnell bewegt. Entschuldige. Ja, für was? So, wie sieht's aus? Das Bild hängt schon wieder schief. Fallen jetzt wieder alle runter. Guten Morgen. Hallo. Ein Poltergeist! Rette sich, wer kann. Ein Poltergeist. Ich hab magische Kräfte. Kennt ihr das? Da, wo ich so lang gehe, fallen alle Bilder runter. Ist doch cool, oder? Hm. Krass. Echt krass. Wo geht's eigentlich hier hin? Ach ja, hier war der Fitnessraum. Komm, lass uns mal pumpen. Wir gehen einfach mal pumpen, was soll's. Haben wir ja nichts zu tun, bis der Einsatz kommt. Langweilig. Mach halt mal schneller, Alter. Seht ihr, voll langweilig. So, ich bin noch ein bisschen erschöpft von dem 12-Stunden-Livestream. Guten Morgen. Vom Sonntag, aber der war so mega geil. Es war echt so cool gewesen. Also, war cool. Wieder mal einer mit der geilsten Streams überhaupt. Auch ich freue mich auch, also wirklich über alle Leute, die dabei waren. Danke auch für die ganze Unterstützung und so. Und es ist Wahnsinn. Es ist einfach nur Wahnsinn. Richtig cool. Teilweise 150 Zuschauer waren da, also das ist auch eine super Zahl, finde ich, weil ich bin noch nicht so lange auf Twitch. Hab die 500 Followers am Samstag geknackt, die 600 Followers am Sonntag, also Wahnsinn. Cool. Ey, was ist das? Ah, Schraubenschlüssel. Was sind das für ein Werkstattwagen? Was sind da alles drin? Irgendwelche Kassetten? Okay. Videoteil wieder, tut mir echt leid. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Eine Alarmierung rein. Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus hat Feuer gefangen und es werden noch Personen vermisst. Passt auf euch auf. Florian 7 an Leitstand. Melde Einsatz angenommen. Yo. Ja, weil wie gesagt, der 12-Stunden-Livestream war gewesen. Es ging ja von Nachmittag, also Sonntag, Nachmittag 14 Uhr bis in die Nacht um 2. Haben wir auch schön durchgezogen gekriegt. War richtig nice gewesen. Und, ja. Du kannst ja sagen, was du willst. Aber die Musik von Markus fände ich richtig gut.
Was? Ja. Und auf jeden Fall, ja, danach waren wir noch mit den Leuten im TS, haben noch gequatscht. Also alles summa summarum warst du irgendwann 5 Uhr oder 5.30 Uhr im Bett. Ja, und dann bin ich 4 Stunden, nee, warte mal, 5, sagen wir mal um 6. Entschuldigung. Oh Gott, wie viele fahren da hin? 5 oder 6, 7, ja, dann habe ich 5 Stunden geschlafen. Bin wieder aufgestanden, habe jetzt gerade davor schon 2,5 Stunden, nee, 3 Stunden Minecraft aufgenommen. Halt die Fahrbahn im Blick, den rückwärtigen und Verkehr, dann setzen wir den Blinker und Florian okay, 7 an Leitstand, Start. Melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Ja, okay. Okay, ich muss dahinter. Ihr Penner, ihr packt ja alles zu. Die blockieren sich gegenseitig, oh mein Gott, wie scheiße ist das denn schon wieder. Wenn ich schon wieder dieser Kacksanitäter, komm, ich schieb den mal durch jetzt hier. Sehr gut. So ist doch gut, mein Kleiner. Weiß nicht, wo der hin will hier. Wo will der hin? Was soll denn das? Lass mich in Ruhe. Der will dort parken, okay? Dann kann ich ja wirklich hier parken. So, nutzen Sie das offene Fenster. Ach du grüne Neune, da brennt ja das ganze Haus. Okay, ich komme. Wartet, wo, von welcher Seite am besten? Ach, da vorne ist das offene Fenster. Okay, alles klar. Jetzt habe ich nicht gelesen, was soll ich als erstes machen? Bestimmt den Brand löschen. Okay, pass auf, hier, komm, gar nicht lang rumfackeln. Auf, habe ich gesagt. So, Moment, und hier noch auf. Wir brauchen erstmal diesen Schlüssel. Wo ist der Schlüssel? Wo war der? Hier irgendwo muss doch gleich so ein... Ach hier, das ist ja wunderbar. So, komm, steck den Schlüssel da rein. Dann brauchen wir hier diesen Bums-Dings. Zack, da steckt auch. Super. Schläuche. Hier drüben. Schläuche. So, okay. Bam. Und bam. Scheiße, ich hab was vergessen. Boah, what the fuck, ey, wie scheiße ist das denn? Muss ich nochmal reintun? Moment. Boah, ich hoffe, ich kann das jetzt noch machen. Ah, fuck. Schläuche im Gebrauch. Komm, tu mal weg hier. Ich will den nochmal reintun. Tut mir leid, habe ich verpennt. Wir müssen erstmal hier diesen machen. So, jetzt aber. Einmal. Und zweimal. So, wunderbar. Und jetzt können wir hier. Jetzt können wir voll löschen. Ja, ich komme. Keine Angst, Baby. Alles wird gut. Für dich da aus. Und einmal hier vor in den Korb rein. Und blub, in den Korb rein, habe ich gesagt. Und jetzt, so. Wo ist sie denn, die kleine Maus? Oh mein Gott. Vorsicht, du spritzt dich ein bisschen mit nass. Hier drüben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was hier denn alles brennt? So, warte. Erstmal das Feuer löschen. Holt man die nicht erst da raus und dann löscht man das Feuer. Dann brennt noch ein kleiner Müllsack. Hilfe! Hilfe! Da brennt es irgendwie auch noch. Vorsicht! Oh, weißes T-Shirt an, wie passend. Warte mal. Hilfe! Also tut mir ja leid, aber seht ihr noch irgendwas brennen? Oh ja, guck mal da oben. Hilfe!
weit geht die eigentlich auszufahren? Es ging wieder so mega weit, ne? Oh. Mal rumschwenken. Hilfe! Ist das jetzt alles aus oder wie sieht das jetzt aus hier? Egal, ich kann jetzt ich kann jetzt nicht warten. Moment. Jetzt erstmal hier die Kleine befreien. Hier hoch wollen wir. Und komm her, Baby. So, dann müssen wir erstmal runter. Moment. Runter. Leider einfahren. Zack. So, ist der Brand jetzt schon gelöscht oder was? Wo ist das an die Töter? Hier. Weiß nicht so richtig, ist der Brand jetzt gelöscht oder was? Gute Frage, ne? Oh Mann. Ich habe keine Ahnung. Brennt jetzt hier noch irgendwo oder nicht? Warum redet ihr nicht mit mir? Mal einmal hier rein. Ich kann ja mal direkt hier reinfahren. Ne, ins Wohnzimmer. So ist ja nicht. Guck mal, hier können wir auch nochmal gucken. Ne, hier sieht's gut aus. So, warte, wie sieht's hier drüben aus? So. Brennt hier noch irgendwas? Ich glaube echt, ich habe den Brand eigentlich komplett gelöscht. Da ist noch eine. Da liegt noch jemand. Wie fies ist das denn? Ist die tot? Nee, die kann ich mitnehmen. Oh, wie fies ist das denn? Muss man sich jetzt echt... Oder hätte ich jetzt da noch reingekonnt in das Gebäude? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Okay, vielleicht hätte ich auch noch hochlaufen können. So, warte mal, da haben wir die auch noch gerettet. Sanitäter. Oh, immer noch nicht? Scheiße. Achso, ich kann ja auch aus dem Korb raus, ne? So ist ja nicht. Stimmt, ich kann ja auch aus dem Korb raus, glaube ich. Nee, kann ich nicht. Kann ich aus dem Korb raus? Ich weiß es nicht. Ich fahre noch einmal hoch, bevor ich den Brand abmelde. Aber ich glaube, das war es noch nicht. So, warte, komm hier. Müssen wir uns ganz genau umschauen. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. So, warte, jetzt sind wir hier in der Küche. Steht noch ein Kaffee. Ne, sieht auch gut aus. Bad. Jemand in der Dusche vielleicht? Ne, auch nicht. Hier ist auch keiner. Da liegt noch jemand. Da liegt noch eine. Krieg ich die, krieg ich die, krieg ich die? Ja. Nice. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das so richtig ist, wie ich das hier mache. Ich glaube, man kann eventuell auch in das Haus rein. Ich bin mir wirklich nicht sicher. So, warte mal. Jetzt müsste es aber gewesen sein. Ich hoffe, das war's. Ey, voll fies, ey. Voll fies. Da drin noch Leute zu verstehen. Jawohl. Florian 7 an Leitstand. Einsatz wurde erfolgreich beendet. Melde den Einsatz hiermit ab. Warte mal, das können wir, glaube ich. Okay, den Einsatz können wir abmelden. Das heißt, wir packen hier erstmal zusammen. Hallo. Geht nicht? Warum nicht? Was ist denn da los? Ich glaube, wir müssen doch nochmal auf die Drehleiter. Moment.
Ah, Moment, ich glaube, das hier ist der Fehler. Jetzt kann ich den abmachen. Jetzt kann ich den abmachen. So, da rein. Und zack und zack. Da rein. Theoretisch könnte man den ganzen Rest hier einfach stehen lassen. Also bilde ich mir zumindest ein. Ich glaube nicht, dass das was ausmachen würde. Aber, da wir ordentliche Feuerwehrmänner sind und das sowieso noch ein Sekündchen dauert. So, machen wir den sogar wieder zu. So. Wir wollen das ja schon so, ich meine, das ist ja ein Simulator. Dann wollen wir das ja schon so ein bisschen, ne? Ihr wisst schon. Auch simulieren das Ganze. So, okay, fahren wieder zurück. Blaulicht können wir ausmachen. Und zack, rein in das gute Auto. Tanken können wir auch gleich fahren. Ich weiß auch nicht, wer immer die Fahrzeuge fast leer in die Garagen stellt. Oder halb leer oder halb voll, ist ja scheißegal. Immer in die Garagen reinstellt. Ist mir unbegreiflich. So, nice. Wunderbar. Warum auch immer. So. Einmal Tankstelle. Können wir gleich geradeaus durchzünden. WDM wird rot. Ich darf das. Ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber schau doch mal auf dem Kanal von The Northern Alex vorbei. Dort erzähle ich dir auch gerne, was ich eigentlich von dem Spiel hier halte. The Northern Alex, ja, ihr habt's gehört. Schaut mal auf dem Kanal von The Northern Alex vorbei. Muss ich jetzt zu meiner Verteidigung zugeben, kenne ich nicht. Blöd wie es klingt, ist aber so. Ich kenne den Hubi-Fan aus dem Spiel, kenne ich den Gardarol und den Sachsen-Let's Player. Genau, den Sachsen-Let's Player, den kenne ich glaube ich auch irgendwo her. So. Ich hoffe ja auch, ihr hattet ein schönes Pfingstwochenende, denn es war ja ein langes Wochenende jetzt. Heute war ja wieder, ich weiß, der erste Tag. Manche haben vielleicht Urlaub. Haben quasi den Montag, den Feiertag gleich ausgenutzt, um eine Woche Urlaub zu machen, brauchen wir ja noch 4 Tage nehmen. Ja, aber wie gesagt, also jetzt die meisten sind ja wieder, in der Schule oder beziehungsweise auf Arbeit oder in der Lehre oder im Studium, was auch immer ihr halt eben macht. Und ja, ich hoffe, euch hat das Wochenende. Das Wochenende war ja. Sag mal, kennst du den schon? Kommt ein Pferd in eine Bar, fragt der Barkeeper, warum das lange Gesicht? Was ist los? Nicht lustig? Einsatzbefehl für Florian 7. Aus dem Gewerbegebiet kam eine Alarmierung rein. Hier wurde starke Rauchentwicklung gemeldet. Begib dich schnellstmöglich dorthin. Sollte wirklich ein Feuer ausgebrochen sein, so kümmere dich unverzüglich darum. Kommt heil zurück. Oder bringt wenigstens die Fahrzeuge heil zurück. Florian 7 an Leitstand. Melde Einsatz angenommen. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, es war ja so ein bomben-mega krasses Wetter gewesen. Jetzt hier zu Pfingsten. Wahnsinn, ey. 30, 31, 35 Grad. Also übel. Wahnsinn. Hochsommer. Ich meine, gut, wir haben jetzt auch schon Juni. Darf man nicht vergessen. Achso, warte mal. Ich habe hier auch Licht, glaube ich, dabei. Da sind wir schon im Gewerbegebiet. Ich hoffe, im Gewerbegebiet, die Feuer, da habe ich aber ein bisschen Angst vor, weil, ja, das könnte dann immer etwas extremer sein. Aber so wie es aussieht, fahre ich ganz alleine dorthin, da kann es ja nicht so gravierend sein. Wenn meine Jungs mich einfach ganz allein dahin schicken. So, wir müssen hier vorne einmal dann so links rum und dann da unten nochmal links abbiegen und dann haben wir es doch schon, sind wir doch schon da. Genau, hier rum. Mann, kennst du den schon? Kommt ein Pferd in eine Bar, fragt der Barkeeper, warum das lange Gesicht? Was ist los? Nicht lustig? So, hier müssen wir wieder rausfahren quasi aus dem Gewerbegebiet. Es brennt außerhalb. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich da hinkomme. Weil... ist ja hier irgendwo mitten im Wald.
Da geht's rein. Hast du eigentlich schon das Drehbuch zum nächsten Spiel gelesen? Das hört sich wirklich gut an. Wenn ich derzeit nicht in einem Retro-Game gebucht bin, komme ich gern wieder vorbei. So, Moment. Irgendwie hier muss es brennen. Florian 7 an Leitstand. Melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Da brennt's doch wie die Sau sogar. Da drinnen, da brennt's wie Schwein. So, warte mal, haben wir hier einen Hydranten? Ja, einen Hydranten haben wir. Wow! Holla, die Waldfee. Okay. Hydranten brauchen wir auch. Das. Oh, mach doch mal auf, ey. Das wird definitiv nichts mit dem Feuerlöscher. Wo ist dieser scheiß Hydrant hier? Eine Tankstelle. Wo ist der Hydrant? Ich hätte vielleicht weiter hinten parken sollen. Na egal. Machen wir noch. So, haben wir nicht ganz so weite Wege. Dann brauchen wir hier das Zapfrohr. Weiß ich immer den Schlauch. Ja, hätte ich gleich mal gucken können, ob man den Schlauch vielleicht noch. Ich vergesse das immer. Na, mach doch rein hier. Ich vergesse immer, was man gleichzeitig alles mitnehmen kann, weil bestimmte Sachen hier, Ausrüstungsgegenstände, die man zur Verfügung hat, kann man zeitgleich transportieren. Einmal das und dann vielleicht noch das. Nee. Dann halt nicht. Ist aber auch nicht schlimm, wir müssen den Schlauch eh zum Feuerauto legen. So, mitkommen. Und es brennt und brennt und brennt. Ja, ist immer schön, wenn man so zu so einem Feuer so komplett alleine muss. Weil in dem Sinne sind wir ja alleine, weil unser Begleiter steigt ja nicht mit aus. Das ist ja immer das Problem an der Sache. So, da hilft uns ja quasi nicht mit. Na, geh weg. Oh, so groß ist der Brand gar nicht. Habe ich mir jetzt schlimmer vorgestellt. Da schicken die Drehleiterfahrzeuge. Wie doof ist das denn, ey? Mal ernsthaft. Das ist blöd, muss man jetzt echt sagen. Also. Ach so, wir hätten noch rumfahren können. Naja. Wären wir schneller gewesen. Na gut, aber nicht schneller beim Hydranten. Florian 7 an Leitstand. Einsatz wurde erfolgreich beendet. Melde den Einsatz hiermit ab. Mach das Fahrzeug gleich noch ein bisschen mit sauber. Wenn wir einmal hier sind. So. So. Und 1.40 Uhr schon wieder. Wahnsinn. 1.40 Uhr. Die Zeit. Die vergeht. So. Den restlichen Quark können wir hier einladen. Dabei können wir auch das mal kurz offen lassen, da fällt nichts raus, keine Angst. So. Das war hier drüben. So, und das war da. Ach, ich find's immer so nice. So. Und wir können zurück zur Wache. Sehr schön. Schauen wir mal, ob wir noch einen Einsatz bekommen oder ob wir Feierabend machen können. Weil ins Bett legen würde ich mich auf jeden Fall mal noch ein paar Stündchen schlafen. Also jetzt, wow. Also ich meine jetzt hier in der Wache. Ich frage mich ja ehrlich gesagt noch, wie das hier alles passieren konnte. Ich habe nur Let's Plays von VRS-Feuerspielen gemacht und auf einmal sitze ich hier auf dem Beifahrersitz. Hast aber auch so eine Stimmlage, ne? Also die macht einen so überhaupt nicht an irgendwie. Keine Ahnung, was da los ist. So, Mensch. Hat er mal ein bisschen Motivation, mein Freund. Mal ein bisschen. Ey, hast du es gesehen? Irgendeiner ist uns. What the fuck? Ist das grün, du Penner?
zwar ein bisschen spät, aber sie kam. Wenn man nämlich 4 Uhr schlafen geht, schläft man bis um 8. Also naja, dass man bis um 8 schläft, ist auch nicht sicher. Manchmal kommt dann doch noch ein Einsatz. Ich mache eine Wette, wir schaffen es nicht mal zurück bis zur Feuerwache. Dann klingelt es schon wieder. So, und Vollgas, volle Beschleunigung, festhalten. So, einmal von rechts. Falls ich es noch nicht erwähnt hatte, ich heiße übrigens Alex. Du darfst mich auch gerne weiter NPC 11 nennen. Nee, Alex, passt schon. Passt schon, Alex. So, einmal hier so rum. Und Florian 7 an Leitstand. Action. Melde Fahrzeug frei auf Wache. Nee. So, ich lasse die Karre gleich mal hier draußen stehen. Licht aus. Laut schon keiner. So, ich will nämlich nochmal fix jetzt hier pennen gehen. Komm auf das Ding. Njong. Guten Morgen. Njong, njong. Njong. Jung. 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 Morgen. Morgen. Rein ins Nest. Aber es war jetzt mit Anlauf so wii, reingesprungen ins Bettchen. So, 6 Uhr. Was sind da einmal Arschlöcher? Entschuldige. Aus dem Gewerbegebiet kam eine Alarmierung rein. Hier wurde eine leichte Rauchentwicklung gemeldet. Das hört sich nicht gut an. Schnellstmöglich dorthin. Das klingt übel. Sollte ein Feuer ausgebrochen sein, so kümmere dich unverzüglich darum. Und dass mir keine Klagen kommen, da soll ah, warum nehme ich denn die Rutsche nicht? Florian 7 an Leitstand. Melde, Einsatz angenommen. Weißt du, diese Penner, immer kurz vor Feierabend rufen die an, die sehe ich fehle. Das kann doch nicht wahr sein. So, warte hier, Gewerbegebiet wieder. Müssen wir wieder da runter. Mann, mal an hier. Komm, Licht machen wir vorsichtshalber auch nochmal an. Sie hat die Morgendämmerung. Hast du eigentlich schon das Drehbuch zum nächsten Spiel gelesen? Das hört sich wirklich gut an. Wenn ich derzeit nicht in einem Retro-Game gebucht bin, komme ich gern wieder vorbei. So. Ölbindemittel haben wir auch noch gar nicht benutzt, Mensch. Mal so einen Ölfleck wegmachen, das wird auch mal cool. Tja. Ich könnte Geschichten erzählen aus meiner Dienstzeit. Mann, Mann, Mann. Was? Ach so? Ne, sorry, mir steht nicht mal im Drehbuch. Florian 7 an Leitstand. Melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Weg da, ich bin die Feuerwehr. Ah. Okay, fahren wir hier rein, würde ich sagen. Fahren wir doch hier rein. Da oben brennt was. Das ist kein Problem, das können wir so löschen. Brauchst du noch Feuerlöscher und Axt? Einmal Feuerlöscher aber auf der anderen Seite, ne? Feuerlöscher, vielleicht brauchen wir hier so Atemschutz noch oder was? Können wir auch noch mitnehmen, super. So, Axt her und dann gehen wir hier mal rein. Voll ausgerüstet. Oh, der hat schon wieder gerumst. Auf das Ding, auf das Ding, auf das Ding. Wow, was machst du da, Baby? Geh da weg von dem Feuer, hast du die Weise? Du verbrennst dich doch. Oh Mann, ey, die Weiber, ey, die sind wirklich... Ach, manche sind wirklich schlimm. Boah, Alter, hört das mal auf zu brennen, oder was? Bitte.
einen Papierkorb auch noch aus. Florian 7 an Leitstand. Einsatz wurde erfolgreich beendet. Melde den Einsatz hiermit ab. So, die Rallye-Fahrzeuge, die machen auch so. Naja, kennt ihr nicht. Naja, ist vielleicht ein bisschen leise gerade in-game. Ja, vergesst einfach. Vergesst einfach wieder, war. Naja, egal. So. Einmal weg. Einmal weg. Pack das Ding da rein! Jawohl, so. Nun passt. Wie spät haben wir es? Oh, um 10. Um 10 ist es gleich. So. Blaulicht aus. Blaulicht aus, Licht aus. Batterie ein bisschen schonen. Wo ist denn der hin? Der ist gleich ganz verschwunden. Ja, auch nicht schlecht. So, fahren wir zurück zur Wache. Grüne Welle. Und auf geht's. Wir müssen gucken, dass wir es bis 12 Uhr schaffen, sonst wird die Schicht automatisch abgemeldet. Aber das ist auch nicht dramatisch, also es macht jedenfalls nichts aus. Ja, wenn das so automatisch. Und ja, gucken wir mal. Jetzt hat mein Bauch gekrummelt, aber vom Allerfeinsten. Ich freue mich schon auf mein Abendbrot heute. Heute gibt es Nudeln Gorgonzola. Mit der Nudel mit dem Spinat. Machen bestimmt manche so. Aber ich bin Spinat-Fetischist. Ich liebe Spinat. Geil. Und ich esse Spinat mit allem. Auch mit Nudeln. Und es schmeckt wirklich gut. Probiert's mal aus. Schmeckt richtig mega. Ganz lecker. Zum Mittag gab es schon Nudeln. Komisch. So viele Nudeln sind gar nicht gut. Machen dicke Blauze. Sieht da irgendwann so aus wie ich. So. Müsste da auch immer abends Salat essen. Ich zu fett wert. So, jetzt aber schnell. Florian 7 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Wache. Steck da mal aus, du Lolo. Auf das Ding, rein hier. Stechuhr, wo ist er? So, und das war's gewesen für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir stechen jetzt erstmal aus. Ich hoffe, ihr hattet wirklich schöne Pfingsten gehabt und alles. Und ja, schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was ihr Schönes gemacht habt oder irgendwas anderes. Vergesst den hier nicht, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Tschüss. Bye.